Hallo Freunde des Galutum Sports, grüß euch. Wieder neues Unboxing und zwar neues Rechnergehäuse, wie man da sehen kann, für mein PC. Das, was ich vorher hatte, ja, man kann man da schlecht nicht ganz alles mit steuern, mit dem Gehäuse, was ich da habe. Die hat eine RGB-Steuerung auf der Rückseite und ja. Da ich ein neues Netzteil einbauen musste, weil ich mir vorher einen neuen Prozessor gekauft habe. Und das Netzteil, was ich jetzt drin habe, steht vorgeschrieben, du funktionierst nur mit unserem mitgelieferten Kabelbaum. Also musste ich komplett die ganzen Strippen rausmachen und dann die reinmachen. Jetzt läuft er wieder, aber die Lüfter lassen sich nicht mehr mit der RGB-Steuerung irgendwie funktioniert nicht, weil es vorher konnte ich das ans andere Netzteil, das 850 Watt hatte, jetzt habe ich 1000, konnte ich dann anschließen, synchronisieren und dann funktionierte das auch. Jetzt ist das leider nicht mehr so, also musste ich mir jetzt was Neues kaufen für 123 Euro und dann backen wir das jetzt mal aus. So, hier haben wir das nette Gerät. Dann legen wir das mal. Das ist oben. Ne, das ist vorne. Also. Damit wir nicht so runterfällt hier. Ziehen wir den jetzt mal raus. Wo geht das am besten? Oder kann man den einfach schütten? Guck mal, da sind sogar Griffe und die drehe ich da so. Die von da kommt da was? Ja, da kommt was. Das ist schön. Das hat schon Gewicht, die Sau. Oh, da tut sie aber schwer, ey. Oder ich tue mich jetzt einfach nur dumm, aber. Muss ich aufpassen, da steht ja auch Vorsicht Glas drauf. So. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich dich, Junge. So. Also da geht's. Das war für vorne, das ist für oben. Ah. Okay, dann müssen wir den aus der Folie rausholen. Ja, also ein bisschen breiter, also tiefer als mein alter. Der ging dann nur bis hier ungefähr, also da fehlen ungefähr 10 cm, so, ja, so ungefähr. Und natürlich auch wieder vorne hat USB 3.1 und 3.0, An- und Ausknopf, Mikrofon, Kopfhörer und Knopf für eine Beleuchtung. Ich dachte, das wäre Betriebsleuchte, aber das ist dann wieder was anderes. Ja. Ich denke, Alter, was willst du von mir? Sieht ja schon mal geil aus. So, aber be quiet, few days, also user manual. Gut. Ah, da ist dann noch abgebildet, was wie. Ach du Scheiße. Ja. Wenn man als Kind sagt, oh schön, viele Bilder, ne, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ach du Scheiße. Oh super, ich freue mich, die Technik das einzubauen. Ja. Da war das schöne Schmuckstück. Okay, ich kann es sogar aufmachen. Das ist magnetisch. Keine Ahnung, was das für eine. Um vielleicht mehr Luft zu kriegen. Das kann natürlich sein, ja? Ja, ja. Ja. Leuchten toll, der. Er hat hinten einen Lüfter. Könnt ihr wahrscheinlich sehen. Ja.
Dann da vorne. Eins, zwei, drei Lüfter. Dann ist das nächste, was beleuchtet ist, ist hier der Streifen. Also ist wieder, wo ich sage, ja, LED muss sein, bin ich halt. So ist es. Glasscheibe, ganz wichtig. Und dann halt jede Menge Platz, um die Sachen einzubauen. Festplatte rein und. Oh, guck mal, hier kann ich unten irgendwas ziehen. Guck mal, auch also nochmal extra Schutz für Staub von unten. Junge, Junge, Junge. Technik, die begeistert, sage ich euch. Oh, geil. So, ich könnte natürlich jetzt die Schrauben abmachen, aber da habe ich jetzt nichts von. Wenn ich das jetzt aufmache, muss ich dann wieder zusammen machen. Und ja, in der Stunde muss ich auch los zur Arbeit. Computer umbauen werde ich erst ab morgen vornehmen, weil ich dann Urlaub habe bis 3 Tage vor Weihnachten. Mich würde jetzt aber trotzdem mal interessieren, wie oder die Steuerkonsole für die RGBs aussieht. Oh, das ist aber. Okay, die Schrauben kannst du nicht ganz raus. Aha. Die hängen also irgendwie drin. Die kannst du gar nicht ganz ausmachen. Okay, alles klar, dann ist das so. Also eine schöne, schöne Fließmatte kann man jetzt sagen, ist hier drauf, also als Dämmung. Und dann haben wir hier, was man schön sehen kann, die RGB-Steuerung. Kabel sind hier auch schon verlegt. Aber nichtsdestotrotz muss man noch mehr Kabel verlegen. Hier unten ist noch ein Karton drin. Da sind wahrscheinlich auch noch ein, zwei Kabels dabei. Festplattenkabel ist dabei. Können wir mal rausholen hier. Ja, ich weiß nicht, was das für ein Stecker ist. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, ob das auf meinem Motherboard funktioniert. Das Corsair, glaube ich, irgendwie Hero sowieso, Dingsbums, bin ich aber nicht ganz sicher jetzt. Mit Computern habe ich es nicht so. Accessoires, einfach mal da unten bei. Und die Platine von dem anderen Gehäuse, die sitzt ungefähr hier. Ja. Und ist ein kleines Stückchen kleiner und hast du nur oben zwei, hast du nur unten zwei. Und das war's. Also damit ist dann eigentlich alles gesteuert, alles angeschlossen. Finde ich gut, dass sie das so halbwegs hier schon verstaut haben, den Kabelbaum schon angebracht haben. Aber da kommt also das vom Netz da dabei. Da sind dann auch noch mal jede Menge Kabel. Also da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Aber ist ja dann auch immer so eine Sache. Gerade Essen gekocht. Wie einfach es ist, die Platte drauf zu machen. Meistens kriegt man ja da übelst Probleme mit. So. Der geht jetzt mal echt locker rein. Also manche, die verziehen sich auch. Aber der geht mal richtig geil rein. Zwei, dreimal drehen. Und fest. Damit recht habe ich nicht gerechnet. Schon ist die Schraube fest. Und wie gesagt, vorne ist die Scheibe dran. Kann ich euch auch mal zeigen. So sieht das dann aus von innen. So, da bin ich mal gespannt, wie das morgen dann alles funktioniert. Hier haben wir dann noch die ganzen Steckplätze. Das ist dann die erste Motherboard drin, die Anschlüsse, und dann kannst du hier Karten dran machen und positionieren. Dann kommt das Netzteil rein und dann hier, das machst du dann einfach. Ne? Ah, geht nicht. Ja, da haben sie mit dem Schrauben festgezogen. Oder was? Oh, geht also sehr schwer auf. Das geht leicht. Ja. Sehr merkwürdig. Oh.
Noch keine Chance. Keine Chance. Also mit Finger geht das nicht, die sind absolut fest. Ich bin gespannt morgen. Ja. Und dann wird dann anschließend, wird ihr dann, wenn es fertig ist, wenn es läuft, laufen sollte, so wie gedacht. In dem Sinne, zeige ich von vorne. Oh, sieht das dann von vorne aus? Ja, das ist mega. Das ist einfach nur runterschieben, zack, ab. Liegt da mehr Luft dran. Pack es wieder drauf als Schutz, kannst du was drauflegen. Okay, top. Aber kommt eh ins Regal. Aber das Interessante ist, für das Geld, was ich jetzt bezahlt habe, ist der nur etwas breiter. Aber so mäßig hat sich da nicht wirklich viel geändert zu dem anderen Gehäuse. Ich habe halt gedacht, der wäre etwas mehr Brust, mehr Ellenbogen. Ja. Naja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ja, in dem Sinne habe ich nicht viel hinzuzufügen. Ach, da ist eine Folie drauf. Okay. Außer Danke zu sagen fürs Ansehen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In dem Sinne, bis zum nächsten Unboxing, euer Virus. Ciao mit V.